Es waren ihre Augen, die zuerst für ihre Attraktivität sorgten. Ich glaube nicht an Liebe, aber als ich sie das erste Mal anstarrte, in ihre wunderschönen grünen Augen, wusste ich, dass sie es war. Ich liebte es, mich selbst in ihren Augen zu sehen, tief in ihre Seele starrend, während ich wusste, dass ich ein Teil von ihr war. Es ist vielleicht etwas dumm, aber ich schrieb sogar ein Gedicht darüber. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich sagte ihr, in deinen Augen ist so viel Leben und so viel Liebe. Oh Gott, ich liebte es, wie das Licht in ihnen tanzte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, sie nicht so verträumt anzustarren. Wenn ich jetzt doch nur eine Schachtel finden könnte, die nur halb so schön wie die Augen selbst wäre, könnte ich endlich aufhören, sie in meiner Tasche umherzutragen. In Corona, Kalifornien, gab es einmal eine Straße, die von den meisten dort Ansässigen als die nie endende Straße bezeichnet wurde. Eigentlich war der Name der Straße Lester Road. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, hat sich die Landschaft von Corona gewandelt und die nie endende Straße gibt es nicht mehr. Vor mehreren Jahren allerdings war Lester Road eine unbelichtete Straße, die die Leute als eine nie endende Straße betitelten, wenn sie jene bei Nacht passierten. Die Leute, die jene Straße bei Nacht durchfuhren, wurden nie wieder gesehen. Die Legende wurde so bekannt, dass Leute es selbst verweigerten, Lester Road bei Tag zu befahren. Eines Nachts fuhr ich die Lester Road entlang, wie viele Teenager in meinem Alter. Jedoch nur eine kurze Strecke. Durch meinen Autoscheinwerfer schien die Straße unendlich. Davon beängstigt drehte ich um, weil wenn ich die Straße weiterfahren würde, dachte ich, würde ich nie wieder zurückkehren können. Durch die Beibehaltung der Legende überzeugt, untersuchten diverse richterliche Beamte diesen Fall. Am Ende hat die Lester Road eine scharfe Linkskurve, an der es keine Leitplanken gibt. Hinter der Kurve liegt eine Felsenschlucht, auf dessen anderer Seite ebenfalls eine Straße so angesiedelt war, die sich Lester Road absolut gleicht, was dazu führt, dass, wenn man es vom korrekten Winkel aus beobachtet, speziell bei Nacht, die Felsenschlucht verschwindet und die Straße so aussieht, als wäre sie eine durchgehende, sich über die Schlucht streckend. Durch die Untersuchung des Falles an der Felsenschlucht wurden Dutzende von Autos gefunden, welche in die Hölle fielen, mitsamt den verwesenden Körpern der ganzen Opfer, die immer noch an ihre Sitze angeschnallt sind.